vom Lied her erfunden oder geschaffen, als auch der Tanz wurde choreografiert von einer Tänzerin aus Amerika. Einige von euch, glaube ich, wird der mich verstehen? Nein, lieber das. Okay, könnt ihr mich besser hören? Ja. Okay, gut. Break the Chain haben einige von euch, habe ich vorhin schon gesehen, einige Schritte waren schon da, schon hier im Raum. Ihr könnt schon einige Schritte, wunderbar. Ich will gleich mit euch mal durchgehen, die einzelnen Passagen ein bisschen drin haben und dann fände ich es wunderbar, wenn wir ihn zusammensetzen und gemeinsam tanzen. Nobody's perfect, es geht hier nicht um Zensur und dass wir ihn super können, sondern einfach, dass wir, dieser Tanz wird heute weltweit von Hunderttausenden von Frauen getanzt. Ich lese nicht den ganzen Text vor, sondern einfach so ein paar Passagen daraus, auf Deutsch. Ich hebe meine Arme in den Himmel. Auf meinen Knien bete ich. Ich habe keine Angst mehr. Ich werde durch dieses Tor gehen. Gehen, tanzen, erheben. Ich kann eine Welt sehen, in der wir alle sicher und frei von Unterdrückung leben. Keine Vergewaltigung mehr, kein Inzest. Kein Missbrauch, Frauen sind kein Besitzstück. Richtig! Ich tanze, weil ich liebe. Tanze, weil ich träume. Tanze, weil ich genug hatte. Tanze, um die Schreie zu stoppen. Tanze, um die Normen zu brechen. Tanze, um den Schmerz zu beenden. Tanze, um alles umzudrehen. Es ist Zeit, die Ketten zu sprengen. Oh ja, sprengt die Ketten. Tanzt, erheb dich, tanze, erheb dich.